Wenn ihr wissen wollt, wie uns das nachhaltige Dachzelt Tambujano gefallen hat, dann bleibt dran. Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Zeltblock. Und heute haben wir einen Gast und einen anderen Gast, nämlich ein Objekt und ein Produkt, was der gute Olaf uns heute mal vorstellen will, zusammen mit unserem Freund Martin von Tambu. Und Olaf, herzlich willkommen, dass du da bist. Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Olaf ist der Gründer der Marke Tambu und wir haben... Also vor anderthalb Jahren haben wir das erste Mal von Tambu gehört. Ich glaube, ungefähr so lange gibt es euch ja auch. So lange gibt es uns, ja. Circa 18 Monate. Das kommt gut hin. Und wie kam es dazu, dass es auf einmal eine neue Marke für Outdoor-Produkte und Zelte gibt? Ja gut, also man kann sagen, es gibt ja schon so viele Marken, es gibt genügend Marken, aber ich habe mein ganzes Leben lang, also seitdem ich klein bin mit Zelten zu tun, das mit meiner Familie, mit meinen Eltern zu tun, ja. Also beruflich habe ich damit zu tun gehabt schon immer. Ich habe auch privat damit zu tun gehabt. Natürlich zwangsläufig. Ist dann, meistens ja? immer schön, genau. Wenn Leute, die Zelte entwerfen und produzieren, dann auch Ahnung von Zelten haben. Ja, und irgendwann war es so weit, dass ich dachte, es wird mal Zeit, oder es gibt eben doch noch Platz für eine neue Zeltmarke. Und wie kam ich drauf? Ja? Ich kam drauf und habe mir Gedanken gemacht, hier, ich habe sehr viel mit Wasser zu tun, auch mit Wassersport und mit Tauchen. Also ich tauche seitdem ich 5 Jahre alt bin. Ich liebe das Wasser, das Meer und hier Umweltverschmutzung und Meeresplastik ist ein Riesenthema. Und ich habe mir dann gedacht, es wird so viel über Nachhaltigkeit gesprochen und über Schutz der Meere, über Plastik eben. Und in vielen Bereichen wird vieles getan, aber im Zeltbereich immer noch nicht genügend. Ja. Das stimmt. Das war eigentlich die Idee. Es gibt also kaum eine Zeltmarke, die sich hier wirklich engagiert. Und wir haben gesagt, da wollen wir das machen. Und was wir im Moment machen, eben hier unsere Zelte oder den größten Teil unserer Zelte aus recyceltem Plastik, ist nur der erste Schritt. In Zukunft werden wir noch mehr machen. Wir sind ja nicht nur recycelt, oder das Polyester bei uns ist nicht nur recycelt, auch verwenden wir zum Beispiel überhaupt kein PVC. Okay. Also an sämtlichen Fenstern oder was hier so gesehen wird, kein PVC. PVC, ja. Freie Zelte. Und in Zukunft, verrate ich auch mal ab nächstem Jahr, wenn wir PFC-freie Zelte haben. Okay, das ist ja nochmal wieder noch mal der wieder nächste besser. Schritt. Immer ein Stück weiter. Genau. Ja. Du hast jetzt quasi ja deine Traumzelte der dir sozusagen entworfen, aber halt umweltfreundlicher. Genau, das war das Ziel. Also, wie gesagt, das ist der erste kleine Schritt, denke ich, aber es ist wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung. Wir werden in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr machen. Aber viel, viel mehr. Also ihr habt ja schon relativ viel gemacht. Wir sehen hier ja noch sehr, sehr viele andere Zelte von Tambu. Wie kam es jetzt zu einem Dachzelt? Ja, gut, für mich ist erstmal ein Dachzelt, natürlich auch ein Zelt, ist auch im Namen schon drin, ja. Das stimmt, ja. Und wir möchten kleine Zelte machen, wir möchten Familienzelte machen, wir möchten alle möglichen Zelttypen anbieten, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Und wir wollen uns jetzt nicht irgendwie im Moment, vielleicht später, aber im Moment noch nicht in irgendeine Richtung quasi fokussieren, ja. Also für jeden was dabei. Und wir wollen, das ist sehr, sehr wichtig für uns, wir wollen Nachhaltigkeit auch erschwinglich machen. Deswegen bieten wir verschiedene Preislagen. Ja? Ja. Okay. Von etwas günstiger bis hochwertig. Aber okay. Alles sind gute Zelte. Das haben wir uns auf jeden Fall schon angeguckt und das können wir auch definitiv bestätigen. Und du hast ja auch wirklich, wenn man vielleicht die Kamera einmal hier den Weg runter schwenkt, du hast ja wirklich von kleinen Einmannzelt bis Familienzelt bis Dachzelt alles dabei. Also, und auch du hast ja auch ein kleines Baumwoll-Mischgewebezelt, was auch wirklich klein vom Packmaß her ist und trotzdem ein Familienzelt. Ja. Klein vom Packmaß und vom Licht auch interessant. Ja, genau, das ist ja auch immer bei Baumwollmischgewebe immer nochmal. Das Baumwollmischgewebezelt, das ist das Tambu Suti. Richtig. Richtig. Und was mein ganz großer Freund ist, dieses Luftzelt, was ihr da gemacht habt, das ist richtig toll. Das Husier. Also das sind, also da gibt es auf jeden Fall bei Tambu sehr, sehr viele richtig klasse Zelte im Angebot. Also da lohnt sich das auf jeden Fall beizubleiben und mal durchzugucken, was da so im Angebot ist und was ihr da so entwickelt habt. Und wir wollen uns jetzt um das Dachzelt Tambu Jano kümmern. Was wir hier im Hintergrund sehen. Genau, was
im Hintergrund zu sehen ist. Und da holen wir uns jetzt mal Hilfe von unserem Freund Martin von Tambu. Der wird uns das alles nochmal im Detail erklären. Erstmal danke, Olaf, für deine Hilfe und deine Erklärung, was Tambu eigentlich ist. Und für alle, die jetzt zusehen und sich für die Marke Tambu interessieren, nur der kleine Hinweis, die Marke Camp Nation oder der Zeltspezialist Camp Nation nimmt Tambu und insbesondere auch dieses wunderschöne Dachzelt regelmäßig auf die verschiedenen Veranstaltungen mit. Also das werdet ihr wieder auf dem Basecamp und der Zeltausstellung in Heimbach sehen. Das werdet ihr wieder auf der Caravan & Co. Messe in Rendsburg bei uns in der Heimat sehen. Und ihr werdet auf jeden Fall genug Möglichkeit haben, euch das Zelt anzugucken. Ich glaube, da haben wir alles zusammengefasst und sagen, Martin, komm her. Genau. Ja, jetzt haben wir schon einiges über das Tambu Jano Dachzelt gehört. Martin, magst du uns ein paar Details erzählen? Sehr gerne, erzähle ich euch ein paar Details über das Dachzelt. Der Olaf hat euch ja schon einiges erzählt, wie Tambu zustande gekommen ist und allem drum und dran. Und das Dachzelt hebt sich eigentlich von unseren normalen Polyester- bzw. Familienzelten davon ab, dass wir ein Baumwoll-Mischgewebe haben mit Ripstop-Gewebe. Ja, ja. Also extrem hochwertig, extrem haltbar, super atmungsaktiv und natürlich alles 100% recyceltes Gewebematerial. Ja. Dazu gehört natürlich immer ein bisschen mehr als einfach nur ein schickes Gewebe, ist ja auch klar. Ja. Durch den Alurahmen, den wir oben und unten verbaut haben, hat das Zelt ein Gesamtgewicht, also mit Leiter, mit Schuhsack, mit allem Pipapo von nur 38 Kilo. Ja. Eigentlich perfekt für so kleine Autos, wie wir es haben. Absolut, aber auch für große Autos. Also ich kann das mit meiner Frau alleine draufheben, zack, ist das Ding drauf. Ich kann Freitag ganz spontan sagen, okay, jetzt fahre ich halt mal 2-3 Tage weg, komme dann wieder, kann das wieder im Prinzip auch alleine wieder runterholen. Ist dann ein bisschen umständlicher, aber ist machbar. Und es ist natürlich auch spritsparend im Vergleich zu einem 80-90 Kilo Zelt auf dem Dach. Ja. Also wir gucken da schon überall, dass wir die richtigen Argumente auch raussuchen und finden, um im Prinzip wirklich die Nachhaltigkeit von Tambu auch wieder zu spiegeln. Genau. Wir haben sehr, sehr viele kleine Details, also wie natürlich die Verarbeitung, ja, die Fäden, das Gewebe, die Stärke und allem drum und dran und auch die Rohrstellen, die wir zum Beispiel genutzt haben. Ja. Man muss jetzt hier bei dem Dachzelt, muss man jetzt nicht das ganze Dachzelt irgendwo einschicken, wenn man eine Naht kaputt gegangen ist. Ja. Mhm. Sondern es gibt hier entlang am kompletten Dach einen Reißverschluss. Also ich kann das Zelt komplett rausnehmen, dann kriegst du einen kleinen Karton, kannst dann entweder verschicken oder irgendwo hinbringen zum Schneider oder Sattler oder wo auch immer, ja, um mir das Zelt zum Beispiel auch reparieren zu lassen. Ja, auch genau. Umwelttechnisch natürlich wieder nachgedacht. Also ganz genau, ja. Ich muss da keine Spedition beauftragen, ja, die mir das verschifft im Prinzip. Das ist eigentlich nur einmalig nötig, weil es von Lager halt zum Kunden kommen sollte, ja, oder zum Benutzer dann. Also da gucken wir auch, dass wir da höchsten Wert drauf legen. Ja, auch die Austauschmöglichkeiten, also wenn wir mal hier so eine Feder reißt oder so eine Schnalle kaputt geht, das ist in 0, nichts, auch mal kurz mit einem Kabelbinder ausgetauscht. Man kriegt da auf der ganzen Welt diese Rohrstellen, das ist normales, im Prinzip haushaltsübliche Rohrstellen, ja, dass man halt wirklich überall die Möglichkeit hat, wenn mal was sein sollte, dass man es auch wirklich reparieren kann. Ja. Wenn man unterwegs ist, kann man es also schnell fixen und auch einfach nachhaltig versuchen zu reparieren. Ganz genau. Zudem haben wir natürlich auch innen drin viel Ausstattung. Also ihr habt hier dementsprechend noch eine Kabeldurchführung. Mhm. Ganz wichtig auf Fahrerseite vorne, ne, das, weil da habe ich ja meistens dann irgendwie einen Strom oder ein 12-Volt-Kabel, was ich durchs Fenster durchlege oder so. Auf der Innenseite ist dann die Kabelführung mit Kletz. Und die Kamera kann bestimmt auch super schön da hochschwenken, dann sieht man so eine rote Schnur. Da kann ich alles aufhängen, da kann ich meine nassen Klamotten drüber aufhängen, da die kann Brille, ich meine wenn man Lampe aufhängen. Ist. Die Brillen brauche ich jetzt nicht unbedingt aufhängen, weil da habe ich hier an der Seite noch schöne Staufächer auf beiden Seiten. Ah, das ist natürlich genau, sehr praktisch. Genau, und das ist natürlich ideal. Die Matratze ist keine PVC-Matratze, das ist ja auch wichtig, ist auch nachhaltig und da haben wir PU-Material verarbeitet. PU ist natürlich komplett PFC-frei und dadurch schonen wir natürlich die Natur auch nochmal. Oben das Fenster ist auch total klasse, wenn wirklich sternklarer Himmel ist, kann man super schön rausgucken. Aber das auch Moskitonetz da drin. Ganz genau, ja, weil ich habe ja von vorne nochmal so eine Belüftung, die hochzieht und dadurch kann ich im Prinzip die komplette Kondensluft rausdrücken und habe trotzdem nach oben noch das PU-Fenster, um dann auch nochmal Sterne zu gucken. Was ich aber auch zumachen kann. Und du kannst von beiden Seiten aus reingehen, ne? Ganz genau, korrekt. Ich habe auf beiden Seiten Moskitonetz, ich habe auf beiden Seiten verschließbar und genauso nach hinten sozusagen habe ich auch nochmal ein kleines Fenster, was auch mit Moskitonetz und komplett verschließbar ist. Also atmungsaktiv
Mehr geht ja gar nicht. Mehr geht nicht, außer man schläft einfach so auf dem Dach. Ja. Wir haben gerade mal Probe gelegen. Also ja. die Matte ist wirklich super bequem. Also ja, da genau. kann man. Und viel Platz, also es ist wirklich ja. breit. Ja, man kann sie sich auch aufpumpen, je nachdem, wie man sie haben möchte. Ne? Also ist ja ein normales Ventil dran. Ich kann mit Doppelhubpumpe so viel Druck drauf geben, dass es wirklich für jeden Rücken, für jeden super angenehm ja. zu schlafen ist. Und das ist sowieso ja auch sehr angenehm zu schlafen, weil man ja einfach überall aufmachen kann. Super. Also, ja. Das ist ja eine krasse Durchlüftung. Und man darf sie nämlich auch nochmal Belüftungsfächer alles. An den Seiten. Also komplett. Ja, genau. Auch wenn es regnet, habe ich immer noch das schräge Heck, wo ich dann trotzdem noch belüften kann, ja. auch wenn es mal regnen sollte, kann mir oben ein kleines Stückchen die Belüftung aufmachen. Also das schläft sich sogar sehr gut drin. Letzte Woche waren wir auf einer Messe, da war es extrem regnerisch, da wart ihr auch da. Ne? Da habe ich die erste Nacht in dem Zelt geschlafen und man muss sagen, es war einfach grandios. Top Klima, ja. wirklich ideal, sehr, sehr schöner Schlafkomfort. Und wie ist das, wenn es doll regnet, ist das laut? Kann man haben, wenn man möchte. Das ist schön, dass du es erwähnst. Nämlich im Lieferumfang enthalten ist ein Regentropfschutz sozusagen. Das ist eine Plane, die ist, wie soll man das beschreiben, wie so ein Sonnensegel eigentlich. Also was man so erst aus dem Haushaltsgebrauch kennt, was ein bisschen durchscheinend ist. Ja. Und das ist so ein Tropfschutz. Also das kann ich einmal als Tropfschutz nutzen. Und zudem ist es auch ein sehr, sehr festes, dickes Material, das mit Klettbändern am oberen Rahmen festgemacht wird. Und dann hält es auch noch ein bisschen Hitze fern, beziehungsweise im Winter noch ein bisschen Kälte fern, ja. weil ich ja diese doppelte Thermoschicht dann noch damit durchentwickelt. Und darüber kommt dann die Abdeckung fürs Autofahren. Also wenn ich damit... Genau. Okay. Genau, also die habe ich jetzt hier im Auto drin. Zu zweit ist es immer das Beste zu machen, dann zieht man sich einfach von vorne nach hinten und dann wird es gerade mit solchen Clips, wie wir sie auch hier verarbeitet haben, einfach vorne und hinten dementsprechend mit insgesamt 8 Clips fixiert und dann ist das Ding auch wirklich schnell wieder fahrbereit. Also. Genau. Aber auch als Einzelperson kann man das Zelt natürlich sicherlich gut nutzen. Ne? Also. Ja, also wie ich schon gesagt, das Einzige ist halt das Schwierige, das Draufheben, ja. aber 38 Kilo, okay, ein kleiner, starker Mann kriegt das bestimmt hin. Aber wenn man sich Hilfe holt, um das Ding mal drauf zu packen, ist kein Problem. Und die Folie drüber machen geht auch alleine. Ja. Klar, ja. man muss sich nur zu helfen wissen, dann geht das schon. Ja. Wie beim Bettlaken. Zu zweit geht es einfacher, alleine genau. geht's aus. Genau. So, jetzt hat Martin und Olaf auch relativ viel erklärt zu diesem Zelt. Und jetzt wollen wir es mal aufgebaut sehen und wie das so funktioniert. Martin, leg los. Total einfach. Die Leiter habe ich immer im Auto. Zeigst du nochmal in die Kamera. Genau, die ist hier gesichert mit einem extra Gurt und die kann ich hier einfach super einfach rausfahren. Ich mache den oberen nochmal erst nochmal rein, dann kann ich nämlich besser bestimmen, wie ich von der Höhe her ans Auto anschließen möchte, ans Dachzelt. Dann wird hier reingeraten. Da geht dann auch nichts kaputt oder so? Ah, nee, also die ist extrem belastbar, da kann, also bis 150 Kilo passiert überhaupt gar nichts. Und eigentlich war es das schon fast, also man muss eigentlich nur noch 2-3 Handgriffe machen, indem man sich oben reinsetzt, einmal das ganze Ding vorzieht und dann gibt es diese Stangen hier, die sind hier mit einer speziellen Aufnahme und das Gegenstück ist hier oben eine kleine Stofflasche und da schiebe ich das eigentlich rein, klipse das hier auf beiden Seiten fest. Das ist dazu da, das ist der Klappschutz. Jetzt kann mir das Dachzelt irgendwie nicht mehr runterklappen, wenn zu viel Wind drauf kommt. Ja. Und auf der anderen Seite mache ich dasselbe nochmal. Was ihr jetzt vielleicht nicht seht, aber Martin krabbelt gerade das Zelt und macht die andere Stange rein. Ganz genau. Und der letzte Schritt ist eigentlich die Montage der Schuhtasche. Die aber nicht eine richtige Montage bedarf, sondern es einfach ranmachen. Zwei Klets, genau, total einfach, total easy. Die Luftmatratze aus PU ist direkt schon serienmäßig mit dabei. Eigentlich ist alles mit dabei, was ihr braucht, um direkt loszulegen. Und die Matte ist auch beim Fahren auch mit eingerichtet. Komplett eingepumpt. Okay. Ich habe sogar immer noch meinen Schlafsack oben drin liegen. Das passt einfach noch einmal frei drauf. Also Downdecke ist auch noch kein Problem. Nur wenn es dann halt wirklich zu dick wird, dann geht es nicht mehr richtig zu. Und die Leiter könnte man auch tatsächlich dann auch reinlegen? Ja. Oder im Auto stand? Wie schon gesagt, ich habe sie lieber im Auto drin, einfach weil sie hier oben nicht richtig fixiert werden kann. Ja. Man kann sie natürlich irgendwo in die Ecke packen, dass da nicht so viel passiert. Aber in der Regel am besten hinter dem Fahrer oder Beifahrer sitzt. Oder wenn man irgendwo eine freie Liebe hat, einfach reinstellen. Oder wenn man so klein ist, dass man gar nicht die Leiter rausholen könnte, ist es auch praktischer, wenn die Leiter im Auto ist. Ganz genau, exakt. Auf jeden Fall seht ihr, das Zelt ist relativ schnell zu montieren und eigentlich kann es relativ schnell losgehen. Ganz also, genau, ja. Das hat schon Eindruck gemacht. Vielen Dank, auf jeden Fall, jawohl. Und bei uns ist es ja das große Problem, unser Auto, die Leute, die uns kennen und verfolgen, wissen, dass wir einen Fiat Panda haben. Ja. Wir haben eine zulässige Dachlast von 55 Kilo. Ja. Da kommen dann ja noch die
Dachträger mit genau. dazu, dann ist das schon relativ eng. Also die Auswahl von Dachzelten, die wir mit unserem Auto fahren können, schwindet relativ schnell. Ja, das stimmt, ja, genau. Also es gibt nicht viele mit so einer Hybridlösung und wenn sie uns dann dementsprechend auch nochmal komplett anders konstruiert, mit Fiberglas oder Alugestell, gebe ich dir recht, ja, das ist dann eher, wird sehr dünn auf jeden Fall. Ja, und tatsächlich für die Qualität eine sehr hochwertige und auch preiseffektive Lösung und wir finden das, glaube ich, also ich bin sehr begeistert. Ich finde die Farbe auch schön und auch diese kleinen Spielereien mit dem Fußsack und so, mit dem Schuhsack. Das sind so kleine Spielereien, die man am Ende sehr mag. Das stimmt, ja. Und das Ganze wird natürlich dann nochmal durch 3 Jahre Garantie von uns abgerundet. Ja. Also auch wenn im Nachhinein was ist, wollen wir natürlich den Customer Service aufrechterhalten und gucken, dass man ein Zelt halt nicht direkt wegschmeißt, sondern guckt, dass man es halt aufarbeitet oder wiederverarbeitet oder so. Ja. Also da lassen wir uns in den nächsten Jahren noch deutlich mehr einfallen, um noch nachhaltiger zu werden. Und bei dem Material sicherlich auch einfach eine langfristige Sache. Ganz genau. Ja. Dann ganz, ganz lieben Dank, dass du uns die Details erzählt hast. Wir freuen uns sehr und ja, wir gucken jetzt mal weiter. Jawohl, so machen wir es. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation, dein Laden für deinen nächsten Trip.